Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War 2. Ja, wir werden heute mal ein bisschen Team Deathmatch spielen, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich hier dieses kleine, nice Stückchen hier rausgesucht. Und zwar werden wir hier die... Na, wie heißt das Ding? Das Vollsturmgewehr spielen. Und zwar mit Schnellfeuer, Schnellziehen, Magazinerweiterung und Griff. Und dazu ein bisschen Instinkte rein und Infanterie. Wo wir übrigens auch schon das hier maximale Prestige natürlich erreicht haben. Und dazu werden wir ein bisschen die Reinfeuerpistole benutzen mit Magazinerweiterung, verbesserte Drall für Notfall. Dazu haben wir dann noch die MK2 Splittergranate und die britische 69 Granate. Ja, werden wir mal schauen, was damit so geht. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal ein Ründchen und sehen wir uns gleich in Game wieder. Bis gleich. So Leute, da wären wir auch wieder zurück und wir sind auf Flak Tower gelandet. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir hier ein bisschen was geschissen kriegen. Also ich hatte jetzt davor eine Runde gespielt, um einfach mal ein bisschen die Waffe wieder zu testen. Und ich muss echt sagen, auch von den Maps her und so, ich bin echt nicht mehr so eingespielt. Wir gewinnen den Kampf. Die Gegner perforiert sich selbst. Hallo? Och, schade. Schade, Marmelade. Ey! Klaute mir schon hier meine ganzen Abschüsse. Okay. Der spawnt da. Nur angehittet, die dumme Sau. Ey, die klauen mir meine Abschüsse. Finde ich nicht nett. Okay, irgendwo von der Mitte aus hat mich einer anvisiert. Wenn ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern, würde ich mal sagen. Wir brechen ihnen das Rückgrat. Oh, wir ziehen uns mal zurück. Weg, 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 weg. Ey! Oh, da hat mich mir der Shotgun geholt, die dumme Sau. Schweinerei. Das fand ich jetzt aber nicht nett. Absolut nicht nett. Nein, nein. So, hier... Ja, toll. Die Waffe hat hochgezogen, weil er mich dann auch getroffen hat. Ah, ja, assistiert. Ja, okay. Aber so eine Assistenzanzeige, die fehlt hier noch. Wo ist die dumme Sau? Da war auf jeden Fall einer. Geh mal weiter voran hier. Vorräte entdeckt. Unterbindet den Nachschub. Oh, oh. Ah, fuck. Was hat er denn da gespielt? Waffenschmiede 2. Hat mich irgendwie immer nur so... Hat sich angefühlt, als wenn er mich mit Dreier-Treffer weggeholt hat. Mit so einer Burst-Waffe halt. Aber ist auch wieder ziemlich knapp. Da hinten steht einer. AFK gehört zu mir. Ja, moin. Alles meins. AFK-Abschüsse nehme ich gerne mit. Ab in meine Speak mit ihm. Die Aufklärung sucht nach Ziel. So, ja. Ah, diese Poilette. Nein. Ich hätte ihn getroffen. Also ich gehe jetzt nicht so auf Kopfschüsse. Sollte ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen üben. Ich müsste mich echt mal wieder ein bisschen einspielen. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Hey! So, jetzt bin ich so ziemlich One-Shot für alles. Ah, fuck! Die meisten... Ja, es fühlt sich so an, als wenn die schnellere Waffen spielen als ich, weil, wie gesagt, ich bin halt mit dem Gewehr hier unterwegs. Ey! Wieso trifft er mich und ich ihn nicht? Und dann später mit einem LMG? Das ist nicht normal! Junge! Ich krieg hier jetzt nichts mehr weg. Die haben sich, die verschanzen sich nur noch. Die Abwurfzone. Ja. Die verschanzen sich nur noch. Brandshotgun. Ey, der campt da. Alter.
Mistratte, ganz ehrlich, aber ich habe ihn trotzdem geholt. Obwohl er mich mit seiner scheiß Brandwichse da geholt hat. Diese kleine Kackratte, Alter. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Kriege ich jetzt auch mal eins zu Gesicht. Ja, siehst du wohl. Da haben wir einen. Problem ist, sie können hier gleich locker durchkommen. Ja, ich weiß, ich campe gerade. Lasst mich! Das war der Typ mit seiner scheiß Brandshotgun, ne? Der muss ja... Nein, dann kommt er wieder um die Ecke. Oh, die Dinger, die gehen mir jetzt schon wieder voll auf den Sack. Das geht mir jetzt schon wieder voll auf den Zeiger, diese Brandshotguns. Nein! Oh, da hinter der Kiste. Im Headglitch, die dumme Sau. Da habe ich natürlich nicht so drauf geachtet. Ja, Magger, ich habe ein großes Magazin. Na, nur angehittet. Ich hätte besser aimen sollen am Anfang. So, dann kriege ich ja mal die Granate darin. Obwohl, ich habe ihn schon wieder assistiert, ne? Schweinerei! So, mal nachladen das Ganze. Und dann mal mit rüber hier. Uah. Ja. Nein! Oh, wieder der mit der Schrotflinte. Ey, der Typ nervt. Davon wollte ich jetzt gerade nicht weggenudelt werden. Okay, da ist einer von uns drinne. Einfach mal ein bisschen free feiern. Läuft da mit dem Ding durch die Gegend. Wir schmeißen unseres mal darüber. Okay, von wo kommen sie jetzt? Ich glaube von... Ah, Mann, der geht mir voll auf den Sack, Alter. Der, jedes Mal der. Ah. Das ist nicht nett. Hä? Wo ist... What the fuck? Das Ding hat... mein Perk hat mich verwirrt. Ist er noch hier? Die Runde ist fast zu Ende und so wie es aussieht, verlieren wir die Runde. Ja, schade, Mann. Da wäre nämlich noch einer gewesen für mich. Schade, schade. Und ach ja, ich hatte in der letzten Folge... Ein ziemlich langen Kommentar, wo dann drin steht, ich war vorher so ein bisschen so, wie wenn man zu viel Salz in die Nudeln tut, dann werden die Nudeln übersalzen. Ja, und ich muss dazu sagen, ja, das stimmt schon. Muss ich dir ganz ehrlich dazu ein bisschen recht geben. Und ja, das war halt so eine Phase so, ich muss jetzt einfach Videos aufnehmen, ich muss, aber im Endeffekt, ich muss gar nicht. So, es ist ja immer noch ein Hobby, es soll ja auch Spaß machen. Auf jeden Fall, ich muss sagen, du hattest schon recht damit. Na, aber so, auf die Art und Weise, so ein bisschen Salz in die Nudeln, das hört sich jetzt für die anderen vielleicht ein bisschen doof an, aber schaut das andere Video und guckt euch die Kommentare an, dann wisst ihr es vielleicht. So ein bisschen Salz, so ist so, man kann seinen Frust ablassen und danach ist wieder alles gut. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann schon bald zu einer neuen Folge wieder. Ciao mit V.